Wenn es um Wettkämpfe und ums Gewinnen geht, sind Kinder immer mit vollem Einsatz dabei. Diesmal beim Volleyball. Ein Wettkampf, bei dem es um die Stadtmeisterschaft der Schwächerter Volksschüler ging. Im Zeitalter des Computers, der viele Kinder zu Couchpotatoes macht, ist Bewegung aller Art besonders wichtig. Man sieht es einfach, wie sie mit Emotionen umgehen. Es wird um jeden Ball gekämpft einfach und so lernen sie einfach auch einen Turniermodus mal kennen. Man muss einen Service machen und wenn der Ball am Boden landet, dann hat man einen Punkt. Wenn du den Ball aber unter das Netz schießt, hat die andere Mannschaft einen Punkt und das Service machen. Volleyball. Kinder werden beweglich und können sich in der Schule besser konzentrieren. Außerdem wird gerade durch einen Mannschaftssport der Teamgeist gefordert und gefördert. Man lernt fürs Leben. Selbst reizt es Sie, Sie würden ja am liebsten mitspielen, gell? Ja, eigentlich schon. Am liebsten würde ich mich gleich reinstellen und Ihnen helfen. Ja, du deine Sache. Schon super, muss ich sagen, das Zuschauen. Sind nicht schlecht, muss ich sagen. In dem Alter, 8, 9 Jahre, kommt schon wirklich viel zustande. Volleyball ist einfach zum Üben mit Werfen, Fangen, einfach die Grundschulung für Ballgeschicklichkeit. Und deswegen haben wir auch Volleyball gewählt als Stadtmeisterschaften. Und wir haben einen Volleyballverein in Schwächer, der auch da sehr tätig ist mit jungen Kids. Und darum ist es einfach ideal, dieser Sport. Ein bisschen Talente entdeckt. Ja, ich glaube, die Volleyballtrainer haben ihre Augen offen und schauen einfach, wo natürlich Kids drin sind, die sehr ballgeschickt sind und die werden dann sicher eine Einladung kriegen für einen eigenen Trainingsbesuch. Es gibt viele Talente, es sind vielseitige Talente. Wichtig ist, dass die regelmäßig dann im Verein trainieren und halt dann das Talent weiter zu entwickeln können. Ist diese Sportart besonders für Jugendliche geeignet? Auf jeden Fall. Das ist eine Ausbalance, Kombination Schule mit der Bewegung. Es gibt nichts Besseres. Mein Cousin trainiert mit mir immer Volleyball. Und was ist bei dir? Ich liebe Volleyball. Das ist mein Lieblingssport. Ich mag meine Freunde sehr und ich übe sehr gerne mit meinen Freunden. Mir gefällt es, wenn ich gewinne oder mit meinen Freunden spiele. Ja. Und einmal haben wir 22 Punkte erreicht und die andere Mannschaft hat verloren. Die Kinder genießen die Atmosphäre, die Gemeinschaft und die Erfolge. Außerdem hilft Volleyball wie jeder Sport beim Kampf gegen Übergewicht. Ein Problem, das auch bei Kindern immer brisanter wird. Das schaut cool aus. Weil dieses Mädchen schaut cool aus. Die Buben wollen nur Fußball spielen und die Mädchen mehr Volleyball. Wer sind noch besser, die Mädchen oder die Buben? Ah, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Sicher gibt es Burschen, die einfach, wenn die Ballspiele machen, sehr geschickt sind. Aber es kristallisieren sich auch Mädchen raus, weil leider nicht der Körperkontakt im Vordergrund steht, sondern eher werfen und fangen. Unser Team hat dreimal gewonnen, weil wir haben ja viermal eigentlich. Und da, weil wir haben Spieler zum Beispiel, also ich und sie. Also, und wir haben also immer zusammen geübt und ich glaube, wir werden erster Platz sein. Das Turnier war ein voller Erfolg. And the winner is? Ich heiße Alessandro Andic. Ich heiße Danin Babuevic. Ich heiße Kostandinovic Marco. Amelie Ritsch. Fiona Grottenthaler. Lana Josephine Kluge. Judith Raffel-Eswald. Katharina Weber. Wir haben gewonnen!